Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Emergency 3 Mission Live. Es ist wieder ein paar Tage entlang gestrichen und ich möchte jetzt hier noch weitermachen. Wir sind immer noch bei der Folge, wo wir den Tanklaster, also wo der Tanklaster da ins Restaurant gefahren ist. Welche Spielstand hatten wir denn? Ja. Mal den. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, ich habe einen guten Tipp von einem Zuschauer bekommen, dass ich doch bitte gleich drei Löschfahrzeuge schon mal hinschicken soll und die sind schon, bevor der Brand ausbricht, auf den LKW halten soll. Zudem hatte ich letztens ja, glaube ich, sogar gelesen, dass sogar noch jemand dass noch jemand im LKW drinne ist. So, hier habe ich ein paar. Halte ich da. Ups, da ist gar keiner auf. Ich hoffe mal, das ist wirklich so wie es gemeint war. So, hier haben wir jetzt mal, das Problem ist, dass die zu nah dran stehen. Ich geh mal weiter hier hin. Wegschieben. Hier haben wir jetzt keiner mehr durch, ja, das ist die Verbrechen. Aber da steht das schon wieder. Hier. Oder wollt ihr das voll machen, oder was? Guck schon wieder alle her. Boah, Leute. Na gut, da könnt ihr ja dann theoretisch stehen. Ihr sollt da abkommen. Aber hier hinten hatte ich alles geräumt, ne? Genau. Na, jetzt seht mal, guck mal, da habe ich noch mehr geholt. Also ich hoffe mal, dass der Tipp dann auch hilft. So. Verpieselt euch da. Ja, die hauen einfach ab. Kommt schon, Leute. Geht doch einfach mal. Das ist so eine Rotze, ist das. Ach, Mensch. Toll. Das sind natürlich drei Leute. So. Tatsächlich. Es brennt nichts. Wie haben die das denn überlebt? Ist ja cool. Wie haben das überlebt? Cool, was mache ich nun machen? Das ist gut. Kein Feuer. Das ist klasse. Was soll ich jetzt machen? Oh, ihr könnt ihr jetzt wieder aufhören, oder? Hier ist ja kein Feuer. Geschafft! Toll, so einfach kann es gehen. Vielen Dank, Taxi, die mir den Tipp gegeben hat. Ja, danke. Schon noch die nächste Mission. Sondern wie zählt 87%? Naja, oh Gott. Bin ich im Minus gewesen, oder? Ja, Personenschäden. Ja, weil die da im Weg standen. Blöden Penner, die. So, denn... Ich weiß gar nicht, was ich aufgenommen habe jetzt. Ist egal. So, nächste Mission. Okay, schon was. Wie kann das denn passieren? Einsturz der Kuppelkonstruktion eines Erlebnisbades. Es wird eine größere Anzahl an verletzten Personen gemeldet. Evakuieren die Personen aus den eingestürzt gefährdeten Kuppelbergen und versorgen sie sämtliche verletzten Personen und transportieren sie ab. Das hört sich im ersten Moment noch leicht an, aber da wird bestimmt wieder irgendein Haken sein. Alles klar.
Quietsch. Alter, Alter. Fast, das sieht doch noch gut aus. Ja, ich muss mir kurz hier einen Überblick verschaffen. Okay. Dann gucken wir mal, haben wir nichts Neues. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Das ist gut. Weil da kann ich auch drauf verzichten. Komm mal da rein. Ich von hier, ne? Oder von hier. Egal. So, dann brauchen wir jetzt erstmal hier Notärzte, ne? Denke ich mal. Zack. Zack. Auf 4 Stück. Ich glaube, das reicht. Zack, okay. So, dann brauchen wir Polizei. Bestimmt. Ich mache gleich so einen Mannschaftstransportwagen. Und das Wichtigste. Spielt schon speichern. Fortsetzen. Ah, da oben sind meine Leute, alles klar. So. So, wo bleibt meine Polizei? Da ist meine Polizei. Sehr gut. So, dann fahrt mal gleich hier hin. Irgendwie. Ach, ich brauche noch dieses Bergungsfahrzeug, ne? Sonst komme ich da ja gar nicht rein. Oh Mann. Naja, ihr fahrt mal erstmal hier hin. So, dann haben wir noch ein Bergungsfahrzeug. Berge fahrt zur Bergung. Das ist also. Schaut mal hier hin. Ich muss diesen Trümmer hier wegkriegen. Ja. Brauchen Sie das Trümmerteil, das den Durchbruch an der Kugel blockiert zur Seite, um eine zugehörige Kugelperson, die sich offen wie die Stromleitung hier verletzt. Wir werden mit dem Messer unter Schock stehen, wir sind wenn wir alle geholt werden. Gebäude Park aus dem Qualm heraus. Kommt von einem Feuerwehrmann, der die Tür mit seiner Axt einschlägt, geöffnet werden kann. Was? Oh. Hä? Wo ist denn hier Rauch? Keine Ahnung. Personen, die im Wasser treiben, können von einem Taucher an Land gebracht werden. Ach, verdammt, der muss ich ja noch einen Taucher holen. Rüstwagen. So, zack, zack, und einen Taucher, ne? So machen wir das. Du kommst mal mit. Dahin. Lassen Sie die heiß gelaufenen Generatoren von einem Ingenieur abschalten. Ich bin schon mal ein Ingenieur, ist ja auch optimistisch. Ingenieur. Ja, ich muss hier, wie gesagt, erstmal hier ein bisschen... Schon unterwegs. Oh, hier ist Polizei... Feuerwehr ist auch schon da. Bin unterwegs. Da ist man nicht hier. So. Mal hier erstmal hin. Dann würde ich sagen, speichere ich gleich nochmal. Alles klar. Genau, so machen wir das. So. Habt ihr das? Jetzt ist doch erstmal hier. Okay. Genau, erstmal über die ganze Menschenmasse darüber, den Menschenauflauf, wie auch immer. Sind die Leute, die drinnen waren, glaube ich, noch? Ne? Sind da zum Teil gar nicht angezogen. Ist widerlich. Sehr schön. So, dann haben wir das. Dann fährst du gleich erstmal weg. Mal weg. Ich brauche jetzt erstmal nicht. So. Dann speichere ich hier nochmal. Ja, wollen wir speichern. Hat er das jetzt als Dingsen gespeichert? Hier als. Toll, ganz ohne Namen. Ich bin der Held. So, was soll ich denn jetzt machen? Genau. Ich soll jetzt erstmal. Ja, keine Ahnung. So. Zurück zur Basis. Nein. Aussteigen. So, guck mal her. Ja. Aber wobei Taucher auch ein bisschen getrieben ist, ja. So. Also,
das nicht aussteigen. Ich muss die Leute dann rausbringen. Oh, ist da einer unter? Ach du Scheiße. Das ist auch nicht schön. Mal, dich können wir schon mal raus. Oh, was ist jetzt los? So, dann brauchen wir nochmal hier, wo man... Scheiße, das Teil fällt auseinander. So, wenn ich den da unter dem Trümmer da rauskriege. Ist das richtig? Nö, das ist natürlich nicht richtig. Was könnte ich denn da nehmen müssen? Ein Motor ist eher ein Motor. So, dann. Na gut, ich meine, vielleicht ist doch mal eine gute Idee. War man Rettungsschere? Mit einer Rettungsschere kann ich doch nicht die Trümmer da. Geht denn jetzt dieses Trümmerteil da weg? Hm. Das ist egal. So, dich haben wir eingesammelt. Kommen wieder zurück. Nein, du sollst nicht. Das geht nicht. Die verletzte Person muss erst noch. Ja, ich weiß. Ihr sollt auch aussteigen. Das wollte ich genau so haben. So, wo sind hier die nächsten Personen? Total schlecht sehen, finde ich. Oh. Scheiße, da ist ein Ingenieur. Da brauche ich den Ingenieur. Das meinten die. Oh, ich kann das total schlecht sehen. Ach, komm mit. Komm mit. Auf den Weg. So. Komm mal. Du, dich setze mal ab. Okay. Ja, so, dann. Also, mal gleich untersuchen. Der sieht auch nicht mehr so ganz frisch aus. Wie kriege ich denn jetzt das Teil weg? Weil ich kann ihn so nicht abtransportieren. Was? Achtung, Brandgefahr. Ja, ich muss hier... Wo muss ich rein? Weil ich muss mal die Tipps öffnen. Die Person, die sich offen... Das Gebäude im Park aus dem Quang heraus und angeschlagen. Ach, das meine ich mit Quang, alles klar. Dann muss ich da jetzt mal eben kurz mal die Axt. Weil dann fährst du nämlich gleich mal dahin. Dann muss ich ja die Stromleitung. Man sieht das ja auch hier. Also die Stromleitung dann nicht, dass er noch Feuer ausbricht. Das wäre ja mal so richtig. Ja. Die Person steht ja auch noch mal hier. Würde ich ihn mal abtransportieren? Würde ich auch nicht schlecht. Aber ich muss noch hier... Was war der doch mal hier? Was ist nicht den Ding? Da ist er doch, Mensch. Jetzt wieder rein. Ich kann jetzt einsammeln. Das habe ich nicht. So, könnt ihr schon mal nach Hause? Da. So, bye bye. Ist jetzt aufgemacht? Sehr gut. Geh mal wieder zurück. Du? Nein. Achso, nee, ne? Bist du jetzt nach Hause? Das ist gut. Aussteigen. So, jetzt kommt mal rein. Wie gesagt, durch die Stromleitung da. Huh!